Hallo und herzlich willkommen, das ist der falsche Zauber, aber ist egal, zu Let's Play Infernax. Unter Umständen den letzten Part, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber wir haben jetzt ein HP mehr. Ich habe ein HP mehr gegrindet. Das ist theoretisch wichtiger. Na, schade, ich dachte, meine Familie kommt mit. Na, ist egal. Mir 5 Elixiere angelacht. Das ist das Wichtige bei der ganzen Sache. Ah, ich habe doch einen Familiar da. Der direkt auf die losgeht, mitten in der Cutscene. Sehr gut, mach sie fertig, Kleiner. So. Also wenn wir jetzt Schaden nehmen, naja. Da müssen wir das immer positiv sehen. Wenn ich Schaden nehme, dann... ach, das ist doch doof, ey. Dann, ist das prinzipiell zumindest erstmal der perfekte Moment, um dann zu sagen, okay, ich zauber erst. Nehme dann ein Elixier zu mir. Ja gut, der Schild hält nicht, aber das hält. Das kann ich nämlich mit Höllenfeuer auf die guten Leute einfach draufhauen. Das macht viele Kämpfe deutlich einfacher, wie man sieht. Ich sollte allerdings trotzdem nicht übermütig werden und dann nicht mehr aufpassen. Aber die Tatsache ist halt, ne? Macht eine Menge einfacher. Allerdings trotzdem, ne, schon wieder ein Trank weg. Und dass man das rein theoretisch zweimal machen muss. Ich meine, für ein Buch, was ich theoretisch nicht brauche, was jetzt dumm klingt. Dementsprechend rein vom Prinzip her brauche ich das nicht machen. Tschüss. Oder auch nicht. Ja, das Ding selber, ich habe mal im... Bestiarium nachgesehen, heißt Skorpion. Ist tatsächlich ein Muss vernichtet werden. Also insofern führt da kein Weg dran vorbei. Aber, naja. Jetzt weiß ich ja auch, dass Horsemann da ist. Ah. Ich sollte vielleicht aufpassen, wo ich hinlaufe, ne? Aber nein. Also, na, wir haben schon, kann man halt so sagen, gute Zauber jetzt mittlerweile, ne? Mit dem Familiar oder mit dem Höllenfeuer oder. Der ist nur am Reden und mein Familiar so, ja, essen, kaputt machen. Einfach drauf. Au. Das ist ein ganz schön gieriger kleiner Kerl. Muss man ihn mal lassen. Wow. Nein, nicht nach oben. Bäh. So, erstmal das, dann den Trank. Ah, komm mal, ich hab... Mann. Ich hab einen Trank genommen. Ich war am Trinken, am Runterschlürfen. Das Spiel so, nö. Goddammit. Ich bin ehrlich, ich habe nicht angenommen, dass das jetzt die große Hürde schlechthin sein würde, aber ja doch. Aha, ich bin zuerst da. Die alle nach mir. Habt ihr gesehen? Mir nach. Na? Geht um mich. Ah, man. Ohne Scheiß, ich kann diese ganzen Äxte auf Dauer nicht unterscheiden. Das ist echt schlimm. So, jetzt kann ich rein. Jetzt sind sie schon wieder so weit, dass der da runterfällt, was super unpraktisch ist, weil in dem Moment kann ich nichts mehr machen.
Oder da einigermaßen. Ich könnte noch einen Riesensprung machen, um da weg drüber hinwegzukommen. Das wäre vielleicht noch möglich. Hallo. Ja. Einmal den hier, einmal das hier. Er hat aber auch eine Reichweite, der Junge, ey. Da muss ich ihm ja lassen. So. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Vorsichtig, Mock! Ha, ha. Vielleicht mache ich es auch nur einmal und lasse den Speicherpunkt... Na, ich weiß nicht. Ist halt schwierig, aber ich habe ehrlich gesagt, also wirklich ehrlich gesagt, keine Lust, den Kampf unbedingt zweimal zu machen. Aber ja, Höllenfeuer. Guter Zauber. Oh mein Gott. Jetzt habe ich eigentlich gerade, jetzt habe ich gerade tatsächlich im Prinzip ein Elixier vergeigt. Könnten wir den Scheiß hier lassen? Danke. Naja, egal. So. Einmal dadurch. Wunderschön. Ja, das Problem ist, dass der Schild halt nur einen Bereich hält, sozusagen. Aber Höllenfeuer nicht. Ja. Ich glaube, er ist gerade durch ein Feuer durchgeritten, aber das macht nichts. So, das war schon mal das sein Pferd. Wunderschön. Wenn er nicht an mich rankommen kann, tja, dumm gelaufen. Nicht mein Problem. Wie gesagt, ein Extra-Leben hätte ich auch kaufen können. Das würde mich zumindest im selben Raum spawnen. Also insofern vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn ich es mitnehmen würde. Könnt ihr mich eigentlich verletzen? Nein. Aber es ist nicht so richtig böse, dass ich sie ignoriere, ne? Es ist sehr langweilig, dass ich sie ignoriere. So. Tankred. Scheinbar ist Körperschaden oder Körpertreffer nicht annähernd so nervig wie von seinen Spezialfähigkeiten getroffen. Ah, der hat eine Bossleiste. Aber dann wiederum, ich habe auch ein Schutzschild drauf. Es ist ja nicht so, dass der Schild nur Dornen hat, also Feuer. Er ist ja auch dafür da, um meine Verteidigung zu stärken. Tja. Ah, schnell. Ja, nimm das, friss das. Nach den ganzen Kämpfen fühlt sich das tatsächlich gut an. Ich bin das Gesetz. Sehr gut, Emok. Ihr habt Vater Henrys stärksten Champion besiegt. Jetzt zum werten Vater. Du hättest auf mich hören sollen, du alter Narr. Böse. Lange habe ich von diesem Tag geträumt. Ich bin der Auserwählte. Emok, kniet vor mir nieder und werdet mein Lehrling. Mit der Macht dieses Buches und euch an meiner Seite kann uns nichts auf dieser Welt aufhalten. Oh, wow. Ja, komm, ich mach das Ende, weil wir schon auf der Route sind. Was soll's? Das ist das falsche Ende, aber wir knien uns nieder. Das Buch, was er da besitzt, ist übrigens das Necronomicon. Ihr habt eine gute Wahl getroffen, Emok. Kommt, heute beginnt unsere neue Welt. Ich glaube nicht, dass das eine gute Wahl war, aber ist okay, machen wir es. Ja. Und soweit ich weiß, passiert da nie was Großartiges, aber ja, wir sind jetzt Herrscher über die Welt, sozusagen. Der Pfad von Unterwerfung. Ja, fortfahren.
Ah, alles noch da. Sehr gut. Jetzt machen wir dasselbe nur nochmal. Weil ich mich ja so drauf freue, das tatsächlich nochmal zu machen. Das, wo ich gerade mit Mühe und Not durchgekommen bin. Yay. Ha! Ha! Cutscene-Skip! Yeah! Ich werde noch ein richtiger Speedrunner hier. So, kann ich rein, passt. Ich sollte... Das ist die richtige Taktik. So. Erster Mini-Boss-Kampf gegen die beiden Wachtmeister. Ich wäre sehr dankbar, wenn du sterben würdest da vorne. Dann könnte ich mich um den Axtmeister hier kümmern. Wunderschön. Ah, das wird ja immer besser. Ich glaube, ich habe so langsam voll drauf. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Okay. Imok! Ja, das ist mein Name, Imok. Geschrieben wie Komino rückwärts. Haha. Aber wer auch immer dieser Komi ist, es muss ein stattlicher Kerl sein. Eine Lanze nicht zurückgeworfen, macht nichts. Das macht nichts. Gut, ich wurde hier nochmal getroffen. Kann ich jetzt schon das da einsetzen, dann den Trank trinken. Und erledigt. Das löst sich auf. Pferd ist definitiv besser mit Höllenfeuer, haben wir ja festgestellt. So viel zu, ich glaube, ich, das war sogar noch im letzten Part. Ich so, ja, Magie setze ich so gut wie nie ein, aber... Praktisch gesehen meine ich das auch immer noch so. Ne? Wir sind im letzten, vermutlich letzten Part des LPs und hier fange ich mal an, so ein bisschen Magie einzusetzen. Da sieht man mal wieder das große Problem, wie overpowered Magie sein kann, ne? Okay, großer. Vielen Dank dafür. Und da wir diesmal definitiv böse sind und ich noch Höllenfeuer habe. Imok. Ah. Beim Barte des Imoks. So. Jetzt setzt er aber auch nur ein, ne? Zumindest sehr oft. Wow. Ja, komm, bevor ich drauf gehe. Ich kenne mich ja. Muss ja nicht sein. Aber hey, diesmal sind wir noch besser weggekommen. Achso, ja, Entschuldigung. Ich wollte schon wieder gehen, Kumpel, aber ich muss dich ja erstmal erledigen. Sehr gut. Ja, ja. Tja. Lange habe ich von diesem Tag geträumt. Okay. Töten. Oh, snap.
Nein, Robert, ihr seid nicht der Auserwählte, sondern ich. Ich hoffe, ich muss nicht den Dungeon machen, den ich denke, dass ich den machen muss. Wir haben es geschafft. Jetzt gehört Darth auf uns. Gelobt sei Herzog Emok. Ja. Kriege ich jetzt hier eine Tränke oder ist denen das hier egal? Das ist denen hier komplett egal, was passiert ist. Nice. Die so, ja, anderer Herzog halt, ne? Oder unter neuer Führung oder so. Na gut. Dann, ja gut, eigentlich würde ich jetzt vorsichtshalber vielleicht noch Tränke holen, aber gucken wir erstmal, was passiert. Erstmal gucken, was hier passiert. Ich war ja schon mal, ich habe das nicht ganz so böse Ende geholt. Ich weiß daher, dass die Leute hier vor mir niederknien. Ich war Zeuge des ersten Rituals. Ah, ich kenne dich sogar. Wir tun, was für das Allgemeinwohl nötig ist. Ja. Kniet nieder vor mir, ihr roten Äffchen. Well, crap. Es sei denn, das ist was anderes. Aber ich glaube nicht. Okay, what? Das ist doch was komplett anderes. What? Okay. Okay, cool. Er ist der Dämonenkönig. Das bin ich. Hell yeah. Hell yeah, ist das cool. Er hält aber eine Menge aus, der nette Kerl hier. Oh mein Gott. Au. Kann ich mich heilen? Oh mein Gott. Ah. Zwei Treffer und ich bin tot. Ach du Schande. Uff. Oh nein, ich hab nicht gespielt. Ich lerne es nie. Oh, ich lerne es nie. Okay, versuchen wir diesen wunderschönen Kampf von gerade eben nochmal neu. Und dann wieder, und dann wieder, und dann wieder, und dann wieder. Aber der Punkt ist halt, zum einen kenne ich ihn nicht, ich kenne die Regeln noch nicht genau. Zum anderen, diesmal habe ich gespeichert. Ah, oh Mann, ey. Ah, ich kann das förmlich sehen, wie hier und da immer geschrieben wird, Gummi, du hast dich gespeichert. Ja, ja. Habe ich auch festgestellt. Ah, Mann, ey. Okay, mal gucken, kann ich noch was Neues? Kann ich was anderes? Achso, ich kann einfach den Knopf gedrückt halten zumindest. Oh, und ich kann dashen. Nicht schnell, aber ich kann dashen, okay. Auf jeden Fall muss ich den Button nicht spammen, das Spam macht das Spiel für mich. Okay. Ich frage mich allerdings, wie die erwarten, dass ich hier wirklich alle Tentakel vorher wegkriege. Und ja, ich kann mich heilen. Guck an. Kann ich da noch das hier? Ja. Holy crap, ich habe mich nicht für Tohu angemeldet. Wo bin ich? Wo bin ich? Ich bin in meiner Gesundheitsleiste, da bin ich. Oh mein Gott. Gut, aber das heißt, ich kann zaubern, aber ich brauche Höllenlicht nicht.
könnte also unter Umständen noch ein Familiar dazu holen und ein Schutzschild. Taktik ist real, Leute. Taktik ist real. Es wäre übrigens sehr schön, wenn ich nicht immer mir den ganzen Mist hier ansehen müsste. Aber okay. Im rein guten Run, nur um das mal auch zu erzählen, passiert sowas ähnliches wie das hier. Allerdings ist danach ein kompletter Nachfolgedungeon. Mit Power-Up-Version der Hauptbosse und dann nochmal einen richtigen Bosskampf. Leider kein super cooles Rumgefliege. Okay, familiar. So, jetzt macht Dinge. Wahrscheinlich macht er nichts, aber... Naja, ich kann in meiner Energieleiste verschwinden, das ist nicht gut. Das sollte ich mir abgewöhnen, weil dann weiß ich nicht, wo ich bin. Ja, augenscheinlich macht mein Familiar auch nicht wirklich was, aber... Das Problem ist halt, ne, zwei Treffer und ich bin... Naja, zwei Treffer halt tatsächlich und ich bin tot. Das ist halt überhaupt nicht gut. Aber der Schutzschild macht das schon ganz gut so. Oh mein Gott, rückwärts, rückwärts. Ich bin auch nie so weit wie jetzt gekommen. Oh, come on. Ah... Okay, also familiar macht gar nichts. Schutzschild ist gut. Fällt mir gerade dabei ein. Ich mach's mir auch nicht leichter, ne? Ich bleib einfach bei, ich bin dumm und mach, was ich so drauf hab. Ich könnte natürlich Mana auf Stufe 4 bringen. Sieht ja auch schick aus, ne? Davon mal ab. Damit müsste ich dann zumindest Schutzschild und einmal den Feuerzauber machen können. In einem Rutsch rund. Das könnte halt auch helfen. Ich glaube, ein anderer Zauber wird dann nicht wirklich viel bringen. Der Familiar schien so, als wäre er halt leicht auf verlorenen Posten. So ein bisschen so, ja, da ist was und da ist auch was und nichts davon glitzert. Also probieren wir es nochmal. Auf jeden Fall ein Schutzschild brauchen wir. Entweder das oder ich muss ein bisschen grinden, damit ich noch mehr Gesundheit habe. Hätte ich nicht erwartet, dass ich das mal sagen würde, aber ich müsste halt tatsächlich grinden, sonst wird das nichts. Unter Umständen. Bisher habe ich noch irgendwie alles hingekriegt, weil ne, Potions und so Spam funktioniert ja ganz gut, aber hier muss ich erstmal dazu kommen, die zu benutzen. Fliege ich zu nah ran. Also ich sollte wahrscheinlich tatsächlich auf den Fernkampf setzen. Aber man kriegt ja auch echt schnell Schaden, ohne dass man es merkt, finde ich. Es könnte aber auch nur an mir liegen. Ah. Wenn der Schild jedenfalls einen ganzen Raum bleibt, haben wir zumindest an dieser Stelle, was das angeht, zumindest ausgesorgt so ein bisschen. So, da brauche ich aber auf jeden Fall Heilung. Ah, okay, das ist so ein Scheiß, sag ich mal. Naja, so richtig verstanden habe ich es immer noch nicht. Ah, ja, ja, sowas ist das. Ja, offensichtlich. Offensichtlich ist es so ein Scheiß. Mann, 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 der hat aber... Ich meine, gut, wir sind drei Tränke drin, er hat nur noch drei Gesundheit. Ein Gesundheit. Gewonnen, gewonnen. Yeah, gewonnen. Friss das, Schwabbelbacke.
was auch immer du bist oder wie du heißt. Der wird immer hässlicher mit jedem Auftauchen, das ist sehr gut. Nach seinem Sieg über Abaddon hat sich Imok für immer verändert. Das ist ein Screenshot wert. Die Länder von Upel konnten seiner Herrschsucht nicht länger befriedigen. Mit der Macht des Buches beugte er die ganze Welt nach seinem Willen. Niemand konnte sich seiner Herrschaft vom unheiligen Grauen geprägt widersetzen. Oh yeah, oh snap, snappity snap snap. Und so begann das Imperium von Imok. Gefürchtet in allen Königreichen, in der Hölle, als auch auf Erden. Sie werden niederknien. Rain in Blood. Okay. Interessant, dass ich auf einmal mein Langschwert nicht mehr besitze, sondern tatsächlich die Keule schwinge. Der Pfad von Böse. Der Pfad von Böse. Anyway. Zwei Sachen, die ich jetzt noch demonstrieren werde, ist zum einen die Bücherei, ne, mit Dämonologie. Da kann man sich all die Gegner angucken, die es so gibt. Ich bin mir nicht sicher, wer da fehlt, aber... Naja. Ich hoffe, ich finde das noch raus. Nicht, dass mir am Ende was fehlt und ich eins der Enden nicht machen kann. Aber ja, da seht ihr teilweise auch Gegner, die ihr jetzt nie gesehen habt, weil kam man nicht zu. Wie der alte Wurm zum Beispiel. Oder Paimon. Oder Paimon. Na, Belphegor war der da saß. Das ist der in den nicht ganz gut oder nicht ganz bösen Enden. Baphomet ist der aus dem richtig guten Ende, Abaddon ist der aus dem richtig bösen Ende, wie man gerade gesehen hat. Und dann haben wir halt hier Rechtschaffen. Kann man sich so ein bisschen Hintergrundinfos hier angucken. Außerdem, was wäre, wenn neues Spiel starten, euren Charakter Gardakan nennt? Ja, in Böse haben wir jetzt was über Vater Henry. Kaschki. Axedor, aha, ist auch neu. Märtyrer war das nicht ganz gute Ende. Und Teget Pax ist halt ein Cheat, den man eingeben kann. Der Schuft ist das nicht ganz böse Ende. Painsev ist ein Cheatcode. Feigheit hatten wir freigeschaltet, wo wir Atpging eingeben können. Unterwerfung hatten wir Paint Girl. Das Flash-Spiel kenne ich halt tatsächlich gar nicht, aber ich bin sehr froh, dass es das Spiel gibt. Das ist alles, was wir bisher haben. Moment, wie war das jetzt? Axedor. Na, wir können jetzt sagen, neues Spiel starten. Axedor. Egal welcher Modus. Niemand interessiert sich für den Modus. Wir können reinkommen. Und wie man sieht. Komplett anderer Charakter in diesem Sinne. Ne? Wir haben eine Eisenaxt. Und eine rostige Eisenrüstung. Ja, also, da kann man dann so kämpfen. Oder, wenn ich zurückgehe... Und auf Spielladen klicke, haben wir Gardakan. Man kann sich das schon jetzt denken, wenn man sich den so ansieht. Aber dann kann man, wenn man möchte, als Magier kämpfen. Funktioniert halt auch. Sieht dann ungefähr so aus. Eine Mana regeneriert automatisch. Wir können halt so die Gegner bekämpfen. Funktioniert auch. Oder, aber dafür muss ich tatsächlich hier bleiben, glaube ich. Oben, unten, links, rechts.
Kreisstadt? Ja. Also Kreis X, Entschuldigung. Der dämonische Fluch hat begonnen. Lasst uns aggressiv attackieren. Yeah. Dann schaltet man den Kontramodus frei. Weil das halt geht. Ich meine, wie cool ist das bitte? Ich liebe es. Keine Ahnung, wie gut das zum Beispiel gegen Abaddon funktionieren würde, aber es funktioniert halt, es existiert, ich finde das super. Und dass wir auch so aussehen dann. So, ich zeige euch jetzt noch eben, was passiert, wenn wir ihm helfen wollen. Weil, warum nicht, wenn ich schon mal hier bin, ne? Ist das da noch ein Wunder, dass ich finde, dass es netter war, ihm zu sagen, ja, dann werde ich dich mal eben umbringen? Aber ja, easy peasy. Ich hoffe jedenfalls, es hat euch gefallen. Das war Infernax, der ultimativ böse Run. Und ja, das sieht gleich aus, aber naja. Maxim Gunn, ich glaube, es sollte tot genug sein. Bis zum nächsten Episode.